Großvater! Sie haben es geschafft. Ich war so in Sorge. Es ist alles gut, meine Liebe. Und wie geht es den anderen? Von unserer Gruppe sind alle in Sicherheit. Das haben wir Littlefoot zu verdanken. Oh ja, das haben wir Littlefoot zu verdanken. Wir hatten sehr viel Glück. Glück? Ha, wie kannst du behaupten, wir hatten Glück, wenn unser Tal brennt? Wir haben keinen Tropfen Wasser und jetzt haben wir auch kein Zuhause mehr. Wir haben alles verloren. Wir haben nicht alles verloren, mein Freund. Du hast immer noch Zera. Und du bist auch da und musst für sie sorgen, Dreihorn. Ja, natürlich, du hast recht. Vielen Dank, Langhals. Ich sage, das Dreihorn hat recht. Wir sind verloren. Wir werden nie mehr in das große Tal zurückkehren können. Wir können nie mehr ins große Tal zurück? Oh nein. Das Wasser. Wir haben vergessen, Ihnen von dem Wasser zu erzählen. Großmutter, Großvater, wir haben Wasser gefunden. Wasser? Wo, Littlefoot? Es ist blockiert. Hinter den donnernden Wassergefällen? Die fliegenden Steine sind schuld. Ja, das sind sie. Das bedeutet, dass das Wasser im geheimnisvollen Jenseits eingeschlossen ist. Im geheimnisvollen Jenseits? Da können wir nicht hin. Das ist zu gefährlich. Natürlich ist es gefährlich, aber im Augenblick gibt es keinen Platz, an dem es sicher ist. Wir müssen hin und das Wasser befreien. Aber eine so große Ansammlung von Wasser wird automatisch auch andere Lebewesen als uns anziehen. Wir wissen, dass es im geheimnisvollen Jenseits Scharfzähne gibt. Ich kann Scharfzähne nicht ausstehen. Oh nein, ihre Zähne sind mir zu scharf. Aber trotzdem müssen wir etwas tun. Wir brauchen einen Plan, wie wir das Wasser befreien können. Ich habe einen Plan. Ich hoffe, er ist besser als dein Feuerfluchtplan. Bitte, wir haben keine Zeit für Streitigkeiten. Ich hatte zumindest einen Plan. Hört auf! Ihr benehmt euch ja wie Kinder. Ha, wir uns nicht so benehmen wie die. Ich habe auch einen Plan, aber meiner ist besser. Hört euch erst mal meinen.